Willkommen zurück zu Advance Wars 2 Black Hole Rising. Es geht weiter mit der Lava-Insel. Aber es gibt doch kein Lava in diesem Spiel, ne? Gut, es gab ja Vulkane und der hat Lava verschossen oder Magma verschossen, aber gut, Vulkan gibt es hier sowieso nicht, das sind die Klassiker. Aber es ist trotzdem eine nette Map, wie ich finde. Man trifft sich hier nicht so leicht, muss durch den Wald, außenrum immer. Das kann ein bisschen dauern, das ist eine interessante Map. Ich wünsche mir hier Sturm, weil der kann richtig Pressure über die Berge ausüben. Tammy wäre hier ultra nice, Tammy wäre super broken. Aber Tammy hier hat wahrscheinlich den letzten Part. Heißt ja nicht, dass wir sie wieder bekommen. Gut, wie gesagt, mal schauen, wen der Gegner bekommt. Und der Gegner bekommt, die Augen sind geschlossen, der Gegner bekommt Igel. Oh mein Gott, okay. Wir bekommen, es gibt hier keine Flugzeuge zum Glück, aber trotzdem, Igel ist trotzdem schon ein harter Gegner. Wir bekommen, plups, Kit. Geil. Ey, Igel und Kit, das zählt trotzdem, Igel und Kit. Kit ist gut. Kit ist sehr gut in der Map, ja. Klar, geht besser. Gibt bessere Charaktere. Tammy und Sturm werden hier definitiv besser, weil Kit ist schon einer besser. Ach, es gibt doch ein Flugzeug. Bullshit. Das ist nicht cool. Okay, das wird hart. Wenn das so ist, wird's hart. Ich dachte, jetzt easy going hier ohne Flugzeuge. Schön wär's. Dann brauche ich doch einen Flachs. Mit Kit. Ja, Freunde, um ehrlich zu sein, ich bin echt nicht so ein Fan von den Missiles. Bin ich einfach nicht. Bin kein Fan von Missiles. Deswegen werde ich wahrscheinlich Flak bauen, wenn er ein Flugzeug baut. Das reicht für die Battlecopter ja aus. Es wird nur problematisch, sobald der erste Bomber da ist. Sie ist der gechillte Kid. Ja, wir gehen nach oben. Nach unten ist, glaube ich, sehr wenig los. Nicht genug Geld für eine weitere Artillerie. Das ist übel scrappy. Als Kid willst du jede Runde eine Artillerie spammen. Gut. Lass mal halt noch ein bisschen Infanterie rum. Brauchen die eh als Schild und allgemein, um Städte zu erobern. Das ist schon richtig, dass wir das jetzt so machen. Ein Panzer, Igel baut einen Panzer anstatt ein Battlecopter. Vielleicht hat er auch nicht genug Geld gehabt. Battlecopter kostet ja immerhin 2000 mehr. Boah, die Artillerie ist so scary. Und sehr schwer zu vernichten, ist ein Battlecopter. Es wird eh bei Igel bald so sein, dass er einen hat. Deswegen bauen wir jetzt hier oben Flak. Ernsthaft. Ist es halt so, ne? Das ist. Ich habe mal gesagt, ich kann sie ab, wenn man als Kid Panzer baut, zählt nicht als Panzer, Flak ist schon was anderes. Und das Flak ist meiner Meinung nach gar nicht so schlecht für Kid. Und du kannst. Oh, das war ein guter Zug. Wirklich. Fuck. Kann jetzt nichts gegen machen, ne? Kann dann aber angreifen, glaube ich, nicht so, ne? Ja, ein Flak ist aber in der Tat sehr nützlich für Kid. Einfach weil es für die Battlecopter ausreicht. Oh, kommt jetzt hier nicht durch, der Arme. Perfekt. Okay, dann haben wir das quasi gesaved. Die gehen ein bisschen über die Berge. Oh, hier noch eine Artillerie. Die wird dann nach unten ziehen. Dann schauen wir mal weiter. Dann bauen wir noch eine Infanterie, einfach als Wall. Als Schutzschild für die indirekten Einheiten. Ja, baitet. Das war's mit einem Panzer. Weil es so viele da ist der Battlecopter. Weil so viele Engpässe hier sind, ist Kit natürlich wieder richtig gut. Kommt aber noch nicht zur Artillerie hin. Das ist super. Können hier wahrscheinlich mit dem Flak finishen. Tatsächlich, es reicht. War mir jetzt nicht sicher, weil es Kit ist. Na shit, jetzt kommt der an, ne? Können wir irgendwelche Einheiten joinen? Nee, können wir nicht, ne? Bad. Ach, wir können die joinen. Ja! Genau deswegen habe ich das gemacht, weil wenn der scheiß Seele jetzt kommt, ist er weg. Jetzt habe ich doch ein Missile gebaut, ne? Jetzt hat er doch ein Missile gebaut, der Simmer. Hat er nicht gemacht. Doch, hat er gemacht. Der lässt sich definitiv baiten, als ob der PC so intelligent ist und jetzt nicht hier den oder den angreift. Das war's mit dem Battlecopter, er ist weg. Gefahr gebannt. Oh, das war so clever von mir. Angreifen, joinen,
Jetzt hast du genug Geld. Boah, dafür muss ich mich echt selbst loben. Das war so gut gemacht, ne? Ich meine, es ist nichts Besonderes, aber der Situation, ja. GG! Oh, ich werde... Ah, crap. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt hier die Infanterie so geil platzieren, indem ich die hier hingestellt hätte. Wenn dann das Hauptlager nicht bewacht hätte, hätte ich gewonnen. Insane. Ja, gut. Schnee, das kann ich jetzt halt nicht machen. Deine Artillerie sagt, sie ist nicht so gut wie die von Kitsch. Na komm, join mal. Join the pack! Ist in Ordnung. Ah, da kriegt er auf jeden Fall eine Stadt, aber das ist jetzt egal. Die eine, die kriegt er. Ja, ist halt so, ne? Oder ist da hier ein Vorteil? Nö. Ist halt even. Jeder kriegt gleich viel. Raketenwerfer ist nicht. Okay, dann ist Raketenwerfer nicht. Gibt's nicht, gibt's nicht. Das Pech gehabt, ey. So, und noch eine Artillerie hin. Artillerie, Artillerie, Artillerie! Es läuft schon wieder. Ah, ich liebe Kit. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Ah, ein Raketenwerfer. Ich will auch, ich will auch. Langsam überlege ich echt einen Battlecopter zu bauen. Um die Scheiße hier auszukontern. Das überlege ich gerade wirklich. Ah, wenn wir nicht angreifen, ist wahnsinnig. Wir können so die, Artillerie zerstören. So, komm, das Flak kommt hier hin. Nächste Artillerie. Wenn ich den hier habe. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den erreicht. Absolut nicht, reicht es nicht. Egal, wird trotzdem nach oben gezogen. Gibt zum Glück nur einen Flughafen in dieser Map. Für jeden Spieler. Das gefällt mir. Diese Stadt gehört mir. Na gut, gehört mir noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist bald der Fall. Na, ich brauche keinen Battlecopter, ist einfach zu teuer. Für einen Battlecopter, ja, hätte ich auf zwei Artillerie verzichten müssen. Das ist ridiculous. Jede Runde jetzt zwei Artillerie bauen. Ja, Raketenwerfer wäre echt nicht schlecht. Aber gut. Zeit wird noch kommen. Battlecopter. Crap. Oh, der ist bestimmt wieder Bait. Wir stellen ihn hier hin. Ja. Oh, der ist bestimmt Bait. Oh, die Artillerie hat er wieder abgezogen. Das ist ziemlich clever für den PC. Und sowas machen die normalerweise nicht. Na, was soll's. Dim 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 dim. Schade, wenn ich 14.000 habe, ich wahrscheinlich noch ein zweites Missile. Na, ist ja auch nicht notwendig, ganz ehrlich. Ah, da unten wird es mal für 6 Artillerie auf jeder Seite haben, reicht's? Was seid ihr für jämmerliche Kreaturen aus meinen Augen? Was? Blitzlicht? Seriously? Die Gabe ist so scheiße. Normalerweise mögen die PCs die auch nicht. Ach, meint er jetzt, er kann eine Runde länger überleben? Mit dem Battlecopter gegen die Missiles? Oh, schon wieder ein Battlecopter, das gefällt mir jetzt aber wirklich nicht. Nö. Kit hat ja auch eine erhöhte Feuerkraft. Ah, komm, greifen wir aggressiv jetzt hier an. Bisschen dumm. Das ist ein bisschen dumm jetzt. Aber es nervt mich halt, dass da nicht vorangeht. Ja, hier unten ist schon gelaufen. Bam. Join the pack. Ah, was ist so geil, ey. Ah, oh, noch Flak.
Das gefällt mir nicht, dass wir einen Flak bauen mussten. Aber es ist mir zu viel da. Da oben ist mir zu viel los. Okay. Raffo verliert sein Heli. Ah, nee, da oben gefällt mir das nicht. Deswegen brauchen wir noch einen Flak. Ist einfach besser, Freunde. Versteht mich nicht falsch. Ist einfach besser. Scharfschuss? Scharfschuss. Boah, schätze, deine Zeit ist so abgelaufen irgendwie. Mein Flak reicht nicht aus, um den Heli zu vernichten. Erstens haben die Helis zur Igel eine erhöhte Defensive und ja, das ist jetzt einfach zu gut. Und mit dem Flak können wir jetzt halt den hier richtig, richtig schön attackieren. Und die Artillerie reicht nämlich nicht. So gut ist die Range nicht. Ah, Mech sind hier ziemlich gut. Tammy ist hier auch wieder ridiculous. Aber die ganze Zeit hier Mech und Infanterie spammen über Berge und dann GG. Werde ich übrigens auch machen. Mit Kit jetzt. Das einfach viel Druck ausübt. Das. Und ja, goodbye. Und hier machen wir noch den kaputt. Warum nicht? Alles klar, Herr Kommissar. Ja. Oh, brauchen wir noch hier Mech. Igel, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Okay. Das habe ich gerechnet. So, in Ordnung. Raketenwerfer auf Base gefällt mir absolut nicht. Ich kann nichts machen, ne? Nix. Dafür sage ich nur eins, der Druck steigt. Ah, wir müssen jetzt ja Artillerie-Pressure ausüben. Das ist alles ein bisschen doof. Ich spiele jetzt ein bisschen, so wie ich normalerweise nicht spiele. Irgendwie bin ich heute in Eile, weiß auch nicht. Kind ist eilig, der gechillt, lässt sich Zeit. Also spiele ich normalerweise auch, aber heute spiele ich doof mit Kit. Wenn jetzt die Artillerie da oben alle vernichtet werden, dann dauert es wieder ewig, bis wir wieder zum Zuge kommen. So wieder eine Chance haben gegen Igel. Weil ich versuche es jetzt auch ein bisschen mit dem Mech-Spam. Ist auch ziemlich krass jetzt, ne? Der Mech-Spam ist schon gut. Der Mech-Spam ist real. Ja, ernsthaft, das ist wirklich gut. Und noch eine Artillerie. Ach komm, machen wir noch eine Infanterie. Wenn wir die Berge ja quasi beansprucht haben. Ja, seht ihr mal. Die Sturminfanterie kann einfach rüberpreschen, das ist so ridiculous. Komm, greif das Flak an. Nö, macht nichts mit der Infanterie und mit der Raketenwaffe auch nicht. Ist er irgendwie retarded? Das war das Dümmste, was er hier machen konnte. Dann seht ihr, es reicht halt nicht. Aber dafür reicht's jetzt. Ja. Lass uns den zerstören. Schwächen wir den. Dann können wir den hier angreifen. Dann können wir den. Ich wollte auch der eine angreifen. Vollidiot. Das hier ist ein bisschen blöd. Vielleicht hätte ich den angreifen sollen, aber. Oh, I don't care. Ach, Raketenwerfer sacken hier. Nevermind. Kommen wir nicht durch den Wald. Kannst du hier zu defensives H-Stoes benutzen, mehr auch nicht. Nur um eine Infanterie und Mech-Spam über die Berge einzudämmen. Dafür ist es ganz gut. Und für nichts anderes. Haha. Was ist das, Artillerie? Ja, da unten ist der Wald noch dichter. Noch schwieriger da durchzukommen. Wisst ihr was? Boah, trotzdem Raketenwerfer, weil Kids Raketenwerfer, der kommt actually zur gegnerischen Base. Das ist ridiculous. Hätte ich das mal eher gesehen, hätte ich schnell einen Raketenwerfer gebaut. Das ist echt krass. Guckt euch das an. Das ist unglaublich. Hätte ich das mal eher gemacht. Guck mal, wenn ich den jetzt hier hinstelle. Zwoop, diese Base ist quasi jetzt eine tote Base. I take it. Tammy mit Victory Marsch und es wäre vorbei. Ja, wir sind nicht Dummy. Wir nicht Dummy sein. Eagles Defensive. Na, lieber den, der ist nerviger. Macht mehr Damage zur Artillerie. Okay. Du kommst hier hin, du kommst hier hin. 14.000 Gold übrig. Scharfschuss. Not yet.
oder darf ich nicht stehen? Nee. Aber da, wo die Infanterie steht, da darf ich hin. Haha. Keine Chance gegen Kit. Im Fernkampf. Vorbei! Ein bisschen hat er schon Chance. Ein Eagle schon, weil der kann halt Supergabe und dann. Ihr wisst schon was. Bewegen und dann schießen. Das ist ziemlich nice. Muss jetzt gar nicht. Schnee kommen. Scheiße. Ja, natürlich macht er das. Gönn dir, Igel. Gönn dir. Das ist AGT. Jetzt gibt's nochmal hier einen Scharfschuss. Überhaupt kein Grund so zu Panik, ey. Oh, yeah. Ja, jetzt trifft der nämlich auch. Können hier finishen. Und natürlich auch der Heli. So, den. Na, der, komm, vergiss es. Er hat gefailt. Du Noob, du hast gefailt. Hier joinen wir natürlich. Join the pack. Das ist jetzt blöd. Wir kommen jetzt hier nicht wirklich voran. Nee, wir kommen gar nicht voran quasi. Das ist echt scheiße. Das ist wirklich kacke. Wir können aber immerhin den hier schwächen. Oh, wir können den nicht nur schwächen, wir können den vernichten. Das ist krass. Mit der Supergabe können wir den sogar von da aus treffen. So, jetzt gucken wir mal. Ah, yes. Goodbye. Und tschüss. Ah, oh, Kit ist so broken, ey. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist doch lächerlich. Haha. I love it. Mich. Alright, Eagle, was sagst du dazu? Your turn. Aber die darf er ja zum Glück nicht zweimal bewegen. Er darf noch einmal. Er hat nichts gebaut und jetzt darf er nochmal seinen Truppentransportpanzer bewegen. Das nenne ich doch mal einen schönen Blitzschlag. Der hat sich ja richtig gelohnt, Eagle. Haha, und sogar den Transport-Heli auch. Ja, erhöhte Defensive, fick dich. Jetzt hier angreifen. Na, da reicht's mit der Artillerie. Können dann hier blocken und quasi auch hier die Richtung verteidigen. Ah, jetzt muss er mindestens 8 Damage machen. Ja. Mindestens 8 Damage. Um die Einnahme des HQs zu verhindern. Guckt euch den Mechspam an. Hätte ich schon am Anfang machen sollen. Das ist echt schon gut. Ich mache jetzt auch nur Mechs. Bis die Einheiten jetzt da drüben sind, das dauert viel zu lang. Wow. Nice. Ah, ich glaube, ich hätte noch mit den Raketenwerfer schießen können. Ja, hätte ich. Na, voll Idiot. Ja, was soll's. Haben wir eh gewonnen. Ja. Ich wusste, dass er nicht so viel Damage machen konnte. Und tschüssi. Easy game, easy life. Mission complete. Boah, nicht übel, aber jetzt wird so gechillt, ey. Ja, die pinke Pistole hat's mal wieder geschafft. So sieht's aus, liebe Freunde der Nacht. Gut. Im nächsten Part gibt es sicher Atoll. Eine richtig große Map. Und diesmal wirklich eine Flussmap. Wir dürfen keine Flugzeuge verwenden, müssen zur Marine zurückgreifen. Okay, das kann interessant werden. Kann ich hier bitte Drake bekommen? Pass mal auf, hier bekomme ich Eagle. Das wäre wieder typisch. Gut, Daumen hoch, falls es gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut, rein.